Dann legen wir mal die Bedingungen fest. Gewinner ist, wer als erster mit Bella schläft. Und keine halben Sachen, sowas wie umknutschen oder Händchen halt den Mondschein. Schon klar. Und um was wetten wir? Bitte? Na, der Einsatz. Der Gewinner, also in dem Fall ich, verbringt eine wunderschöne Nacht mit Bella. Ich denke, das reicht. Ich erzähle dir hinterher, wie es war. Ja, träum weiter. Hey, entspann dich, ist nur eine Wette. Und das Verlieren bist du doch gewohnt. Ich verliere aber nicht. Mitbekommen, was wir gerade besprochen haben. Du meinst, dass du mit Tristan gewettet hast, wer zuerst mit Amis Schwester Kultus hat? Ja, das haben wir mitbekommen. Und pass auf, wir steigen mit ein. Wir machen mit? Ja, bring ein bisschen mehr Würze ins Spiel. Hm? Aber ihr sagt's nicht weiter, okay? Nein, keine Angst. Das verbietet die männliche Ehre. Die männliche Ehre verbietet aber nicht, dir zu sagen, dass es ganz schöner Schwachsinn ist. Oh Mann, ja, aber was soll ich machen? Der hat mich provoziert. Emilio, deine Geschichte bitte. Muss das sein? Ja, das muss jetzt sein. Keine Chance. Jessica, mach auf. Wir haben dich gehört. Ich bin nackt. Und dann zieh dir doch was an. Das ist alles in der Wäsche. Jessica, komm, hör auf. Ah, Ehepaar von Lahnstein, wie schön. Tut mir leid, Familie Stiel hat leider keine Zeit. Wir müssen jetzt duschen und dann wieder arbeiten. Hm? Das ist doch kindisch, Jessica. Wieso, duschst du nie nach dem Sport? Doch, sicher, aber... Kommen wir sowieso viel zu selten dazu. Also nicht zum Duschen, sondern zum Sport. Deswegen bin ich extra von der Mittagspause her, weil ich will ja nicht nach der Schwangerschaft aussehen wie so ein Walross. Ja, das wissen wir doch. Das ist ja auch verständlich. Schön. Ich bin im Bad, ja? Die Situation ist für uns alle nicht leicht, Jessica, aber es hilft keinem was, wenn du hier einen auf beleidigte Leberwurst machst. Ach ja, wieso hört ihr dann nicht auf, mich zu beleidigen? Ich hab dich doch nicht beleidigt. Hagen hat nur gesagt, dass es ihn freuen würde, wenn das Kind seinen Namen trägt. Aber ihr wollt nicht, dass ich seinen Nachnamen trage. Weil du nun mal nicht seine Frau bist, das bin ich. Ich will ihn doch gar nicht heiraten. Ich will doch einfach nur, dass sein Vater mich adoptiert. Was? Das ist doch vollkommen absurd. Ihr seid doch keine Geschwister. Ja, das ist absurd, nicht? Und wisst ihr warum? Weil ich, blöde Kuh, wirklich versucht habe, deinen Wunsch zu erfüllen, weil ich gedacht habe, dass du mich als Mutter auch irgendwie intrigieren willst. Intrigieren? Du meinst sicher integrieren. Nee, eben nicht, weil ich euch völlig schnurz bin und ihr nur meinen Sohn wollt. Aber das ist mein Sohn, der wird meinen Nachnamen tragen, Steven Stiel. Mach die Tür zu, wenn er geht, ja? Ich sag dir, das Mädchen war so heiß, als die ins Wasser gestiegen ist, hat es tatsächlich gezischt. Emilio, jetzt kommen wir zum Punkt. Ja. Also ich sag dir, es lief wunderbar, wir haben uns super verstanden und dann hab ich, Idiot, mich von meinem Kumpel Miguel zu Elisabeth überreden lassen. Wer zuerst mit ihr ins Bett steigt? Ja, ja, schon klar. Und dann? Emilio? Ja. Was, wieso schreibt meine Frau dir damit eine SMS? Was weiß ich? Ich muss auf jeden Fall los. Ja, soll ich mitkommen? Ist irgendwas passiert? Nein, Kim geht's gut. Ich glaube, Leonie braucht ein bisschen Hilfe. Erzähl ich dir später. Okay. Und dann? Ja, dann hat sie's gecheckt. Dass ihr um sie gewettet habt? Was hat sie denn gemacht? Was hat sie gemacht. Was? Das war nicht wie eine Ohrfeige, das war wie eine Atomrakete, die sie auf mich abgefeuert hat. Und von dem Moment an hat sie kein Wort mehr mit mir geredet. Was, kein Wort? Kein Sterbenswörtchen, nee. Was? Hey. Was ist denn los? Ich check das nicht. Ach, Leonie hat ihren... Was? Hat sie Lampenfieber? Nein, ihren Song nicht fertig. Ach, hör auf. Den sie beim Wettbewerb singen muss? Leo! Na, Süße? Was ist denn los? Du hast doch schon so viele Ideen gehabt. Ich habe auch immer noch total viele Ideen, aber die kriege ich halt einfach nicht zusammen.
Mann, das gibt's doch echt nicht. Da bin ich bei diesem Talentwettbewerb im Finale, darf einen selbstkomponierten Song performen, was ja eigentlich voll mein Ding ist, und dann habe ich ein dermaßes Blackout, das... Jetzt bleib mal locker, hm? Du sagst, du hast schon was. Ja, den Text im Prinzip und die Melodie, aber der Refrain und die Übergänge, ich habe so einen Knoten im Kopf. Und je mehr ich darauf rumdenke, desto schlimmer wird's. Psch. Okay, jetzt pass mal auf. Wenn du Lust hast, wir würden uns beide sehr freuen, kannst du den ja mal anspielen, hm? Mhm. Na los. Aber nicht so viel. Seid ihr immer noch da? Wir waren eben noch nicht fertig. Doch, waren wir. Jessica, warte, hey. Wir haben doch entschieden, dass wir alles, was das Kind angeht, gemeinsam entscheiden. Wieso willst du dann alleine wieder Nachnamen bestimmen? Das will ich ja gar nicht. Ich habe ja nur einen Vorschlag gemacht. Hm. Guter Vorschlag. Also, mein Sohn wird Anne von Lahnstein, du bist Anne von Lahnstein, Dana wird Anne von Lahnstein, nur ich nicht. Aber klar, nach der Geburt ist mein Job ja getan. Da würde ich die glückliche Kleinfamilie doch nur stören. Nein. Wie kommst du denn darauf? Wir haben doch gesagt, dass wir alles zusammen machen. Ohne jemanden auszuschließen. Wisst ihr, manchmal kommt es nicht darauf an, was man sagt, sondern was man tut. Die Frau macht mich fertig. Vielleicht hätte ich an ihrer Stelle genau dasselbe Gefühl. Ja? Gut. Also, was können wir dann jetzt tun, um ihr dieses Gefühl zu nehmen? Wenn sie schon nicht dazu in der Lage ist, vernünftig mit uns zu reden. Das hat sie doch eben gesagt. Wir müssen halt irgendwas tun. Zusammen. Irgendwas, was ihr Spaß macht, was ihr gut tut. Und wenn sie da keine Lust drauf hat? Dann müssen wir sie eben zu ihrem Glück zwingen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Leo, mach weiter. Das klingt wirklich super. Oder? Nicht. Doch. Tut's nicht. Und das wisst ihr auch. Leo, wir würden es nicht sagen, wenn es nicht so ist. Egal. Ohne Refrain ist ein Lied kein Lied. Und ohne Lied kann ich heute Abend nicht auftreten. Ja, und wenn du einen Song von deinen alten nimmst? Es muss ein neu komponierter sein, extra für das Finale. So sind die Bestimmungen. Ich werde heute Abend einfach total ablosen. Ach, so ein Quatsch. Wirst du nicht? Du hast einfach eine Menge Zeit verloren. Durch deine Handverletzung und durch das Verschwinden von Kim. Hey, Kim, du hast überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier gerade nichts auf die Reihe kriege, okay? Du hast dich zwar selbst entführt, aber wir sind alle total glücklich, dass du lebst. Außerdem, als professioneller Songwriter muss ich auch unter Zeitdruck arbeiten können. Es tut mir trotzdem leid. Und wenn wir Marlene fragen, ob sie uns hilft? Marlene richtet das Ganze doch zusammen mit Tristan aus. Da kann sie doch nicht einen Teilnehmer so bevorzugen. Wie spät ist es denn? 1:30. Tristan brieft die Teilnehmer gleich im No Limits. Ja, und was machst du wegen des Refrains? Beten. Thank you.
welchem Rosenkavalier sind die denn? Kein Kavalier, den habe ich im Internet gewonnen. Echt? Ja. Du stehst auf Blumen, wusste ich gar nicht. War ein Trostpreis, es gab eigentlich einen Schlagbohrer zu gewinnen. Okay, den hätte ich auch genommen. Entschuldigung. Der Star des Abends kommt ja bekanntlich immer als letztes. Dann fangen wir mal an. Ihr drei seid im Finale. Herzlichen Glückwunsch. Bis jetzt hat die Jury über euer Weiterkommen entschieden, aber das wird heute Abend anders werden. Die Show wird live übertragen. Das heißt, die Zuschauer entscheiden per Telefonvoting. Eure Startfolge legen wir noch fest. Denkt daran, dass ihr eure Beiträge rechtzeitig einreicht. Wir müssen vorher natürlich checken, ob sie wirklich von euch sind. Aline, deinen Beitrag habe ich schon. Ihr beide habt noch 3 Stunden Zeit. Wer bis dahin nichts eingereicht hat, der wird disqualifiziert. Kein Thema, ich entscheide noch. Ja, die Qual der Wahl, ich habe 3 Songs. Gut, das war's fürs Erste. Hey, na, alles klar? Ich bin nicht fertig. Mit meinem Song. Der ist nicht fertig. Oh, woran hakt's? An den Übergängen. Ich würde dir wahnsinnig gerne helfen, wenn ich irgendwas tun könnte. Würdest du es trotzdem nicht tun? Denn als Veranstalter sind wir natürlich unparteiisch, nicht wahr? Ich war noch nicht fertig. Wenn ich irgendwas tun könnte, um dir zu zeigen, wie sehr ich an dich glaube, dann würde ich es tun. Hey, du hast noch 3 Stunden. Du schaffst das. Oh nee, ihr seid ja echt wie die Kleppen. Schlimmer. Uns wirst du heute nicht mehr los. Wenn ihr denkt, dass ihr mich noch umstimmen könnt, vergesst es. Mein Kind wird ein Stier und das ist auch gut so. Ich jetzt arbeite. Nein, komm, das musst du nicht. Hey. Ich habe meine familiären Beziehungen zu deiner Chefin spielen lassen. Du hast den Rest des Tages frei. Was? Ja, ich war auch total überrascht, dass Tanja einfach so ja gesagt hat. Lag wahrscheinlich daran, dass ich ihr im Gegenzug meine Seele versprochen habe. Habt ihr sie noch alle? Ihr könnt es doch nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Ich dachte, du freust dich. Ja, tu ich aber nicht. Und ich hab die Schnauze voll, dass alle mal denken, man müsste mich nie bei irgendwas fragen. Ja, das sollte eine Überraschung sein, aber ganz ehrlich, wenn du lieber arbeiten willst. Ich dachte, wir könnten noch mal spazieren gehen im Schlosspark oder ein bisschen Sport machen. Ja, und danach zauber ich euch irgendwas Leckeres, Gesundes, Kalorienarmes, zum Beispiel Salat mit Putenbruststreifen. Oh, ja, das wäre toll. Na gut. Ihr zwei lasst ja eh nicht locker. Nee. Chef. Du hast nichts gesehen. Nicht besonders gemütlich, aber hier hast du wenigstens deine Ruhe. Das ist super, danke schön. Ach,